Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 6. Juli. Heute haben wir dabei die Corona-Warn-App, Amazon Prime Video, Uber, Tesla und Zoom. Beginnen tun wir mit der Corona-Warn-App, wo ich ja hoffe, dass ihr euch die installiert habt und euch, wenn nicht, dann nur ermutigen kann, denn je mehr das machen, desto besser ist es für alle. Bisher haben es auch 14,6 Millionen Menschen gemacht und auf iOS gab es einen Bug. Da wurde nämlich nur, wenn man sie kurz deaktiviert hat, bei 14 Tagen nur noch 13 von 14 Tagen angezeigt. Dieser Bug ist mit dem letzten Update jetzt behoben. Aktualisiert also gerne eure iOS-App, wenn ihr die habt, und wenn nicht, dann installiert sie euch generell. Wie gesagt, ich kann euch da nur ermutigen. Nächstes Thema, Amazon Prime Video. Die führen jetzt auch in Deutschland Profile ein. Das bedeutet, ein Kontoinhaber kann Benutzerprofile anlegen, und zwar bis zu 6 Stück, beispielsweise für Familienmitglieder, sprich damit die Kinder andere Vorschläge bekommen anhand des Algorithmus als der Vater, oder beziehungsweise eben der Vater nicht beeinflusst wird und dann auf einmal irgendwelche Kinderfilme in den Vorschlägen hat. Sehr schöne Sache, hat Netflix ja auch schon länger. Wird jetzt also in Deutschland ausgerollt. Nicht jeder hat es, ein paar haben schon. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Amazon Prime Video habt. Vielleicht ist es ja bei euch auch schon freigeschaltet. Zusätzlich hat Amazon Prime Video auch in Europa die Drosselung der Streaming-Bitrate wieder rausgenommen. Das haben ja diverse Anbieter im Rahmen von Corona gemacht. Von daher, ihr habt da jetzt auch wieder die beste Qualität, wenn ihr eure Filme und Serien dort guckt. Uber, die haben jetzt beschlossen, Postmates zu übernehmen. Und zwar für 2,65 Milliarden US-Dollar in einem Deal, der komplett über Aktien läuft, also kein Bargeld. Postmates kennen viele vielleicht nicht. Ich glaube gar nicht, dass sie in Europa aktiv sind oder wenn maximal in London. Ist ein Lieferdienst, der aber nicht Essen liefert, sondern im Prinzip alles liefert. Beispiel ist, man sitzt in San Francisco, wo die gestartet sind, braucht jetzt irgendwie ein Apple-Ladegerät oder einen Kopfhörer und ordert die bei Postmates. Sprich, man kauft die in einem Laden, Postmates fährt dahin, holt die ab, bringt die vorbei. Mittlerweile machen die natürlich auch Essen, logischerweise. Uber hatte ja selber oder hat immer noch mit Uber Eats einen eigenen Essenslieferdienst. Und da sind ja gerade in Corona-Zeiten ja, die Bestellungen hochgegangen. Damit verdient man mehr Geld als im Gegensatz zum Fahrdienst von Uber, der genau wegen Corona eben nicht mehr so umsatzstark war. Und dementsprechend wollte man auch schon einen anderen Lieferdienst für Essen, Grubhub nämlich, übernehmen. Das hat nicht geklappt und jetzt ist man halt bei Postmates gelandet. Angeblich hat man da schon seit 4 Jahren immer wieder mal verhandelt und jetzt scheint es wohl soweit zu sein. Muss natürlich noch durchgewunken werden von den Behörden. Nächstes Thema, Tesla. Die haben jetzt in China die Reservierungen für den Tesla Cybertruck geöffnet. Auch da kann man nun auf der Webseite den Tesla Cybertruck vorbestellen. Wir erinnern uns alle, letzten, ich glaube November war es, wurde er vorgestellt und dann konnte man für $100 sich einen reservieren. Haben noch viele Leute gemacht, um einfach nur auf Social Media zu posten. Ja, da hat Tesla einen schönen Kredit erstmal bekommen. Man kann die $100 natürlich jederzeit wieder zurückholen, verliert dann seine Reservierungsbestätigung. Viele glauben, dass der Cybertruck zumindest so, wie er vorgestellt wurde, ja eh nicht kommen wird, beziehungsweise kommen kann in Europa auch und in Deutschland gerade, weil es hier Regularien gibt, mal abgesehen davon, dass ich gar nicht wüsste, wie ich den hier vor der Tür parken soll. Aber egal. In China kann man das nun auch machen. Ja, haben wir zumindest mal wieder eine Tesla-News drin gehabt. Und letztes Thema für heute, Zoom. Und da geht es nicht um die Zoom-Videokonferenzen-Software, sondern um Zoom, die Firma, die Audiorekorder herstellt, die sehr oder gerade sehr beliebt sind, immer im Podcast-Bereich, zum Beispiel auch bei unserem Poughkeepsie. Ich selber benutze auch einen Zoom, den H4. Poughkeepsie hat, glaube ich, den H6 immer im Einsatz und den kleinen Zoom F1 LP. Und Zoom hat jetzt einen neuen Rekorder vorgestellt, und zwar den H8, die eierlegende Wollmilchsau fürs Podcasting, ein 12-faches Audio-Interface mit einem Touch-Display in Farbe. Man kann an das Ding 4 XLR, 2 XLR, TUS-Kombi
Buchsen nutzen, anschließen, 4 Kapseleingänge. Also für mich sind das auch schon Fachbegriffe, da bin ich überfordert, deswegen habe ich auch nur den H4. Damit komme ich noch halbwegs klar. Das Ding kostet irgendwas zwischen 500 und 600 Euro. Da wird sich der Straßenpreis dann wohl einpendeln. Hat auch 4 Soundpads. Da kann man zum Beispiel Lacher und Applaus hinterlegen und einspielen, wenn man podcastet. Ich weiß nicht, ob da die Welt drauf gewartet hat, aber ich bin sicher, dass da ein paar Podcaster auch ein paar interessante Anwendungen für finden, was man da so drauflegen könnte, zum Beispiel als Einspieler. Der Pukisi hat sich's angeguckt. Ihr könnt bei ihm im Blog das nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Und das war's dann auch zum Start in die Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut rein, bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.